dieses sehen können, ist es mir gelungen, in einem großen Kunstwerk das Kunstwerk Hamida darzustellen. Zu einem großformatigen detaillierten Porträtzeichnungen hat mich Hamida Akbar inspiriert, auf sie auf eine überdimensionale Plakatwand in Größe 2,60 Meter hoch, 3,60 Meter breit gebracht. Das Kunstprojekt Hamida habe ich gewählt, um sie bei ihrer Entlassung aus der sinnlosen Geiselhaft der Türkei zu unterstützen. Ihr Leben scheint in der Türkei in Gefahr zu sein. Von mir. Bitte. Lieber Ali, vielen Dank für deine Gastfreundschaft hier in dem Atelier. Aber Fokus auf die Länder, die natürlich diese Demokratiedefizite haben. Hinweis ist man schon sofort in den Augen des Regimes, des Justizsystems der Regierung der Türkei ein Terrorist. Und das ist ganz leicht, Menschen in diese Ecke zu schieben. Das ist bei meinem Fall gewesen, bei Aziz gewesen, bei Dilan, Bozanjane, Meşale Tolu und so weiter. Man kann die Fälle noch weiter ausweiten, also immer mit demselben Vorwurf. Dabei habe ich mich ja, wie ich gesagt habe, zu diesen Themen, mein Recht genommen, zu diesen Themen mein Recht genommen und habe wirklich mich auf freie Meinungsäußerung und natürlich diese Meinung, freie Meinungsäußerung und in einem demokratischen Land gehört zu den Grundpfeilern der Demokratie und diese habe ich wahrgenommen. Und es ist absurd, von einem Land wie die Türkei wegen dieser Auseinandersetzung, meine Auseinandersetzung mit den Themen, mit den spezifischen Themen, wenn es um die Belange der Frauen in der Türkei, um Menschenrechte und Minderheiten, die wir ja wissen, dass da die Minderheitenrechte gar nicht gegeben ist und die Türkei auf dem Weg, noch rückständiger zu werden, dann ist man natürlich als Politiker in der Pflicht, sich zu den Themen äußern, die man dort auch auch öffentlich macht für die Menschen, das ist auch für die Menschen hier, aber auch in der Türkei. Und natürlich ist, ich habe noch, kann ich ein paar Sachen noch mal dazu sagen, dass die Türkei, wie Sie wissen, ist ja Mitglied des Europarates und der europäischen Wertegemeinschaft oder Rechtsgemeinschaft. Und deshalb darf die Türkei Menschen, die nicht in der Türkei leben, in anderen Ländern politisiert und sozialisiert worden sind und für ihre Themen für die Menschen dastehen, vorgeworfen wird, terroristisch zu sein. Politische Gefangenen, die unrechtmäßig Gefangenen gehalten werden, eigentlich wieder derer werden, die wir heute auch nochmal ansprechen sollten. Und also wir müssen auch einiges noch klarstellen. Also es ist bekannt, dass die Generalstaatsanwaltschaft in der Türkei, also in Ankara, eine Liste führt, gegen wen ein Haftbefehl erlassen werden soll. Es ist aber auch bekannt, dass Deutschland einen intensiven Datenaustausch mit Systemkritikern führt. Somit sage ich, dass offen trägt Deutschland, die Bundesregierung, auch zu gewissem Beitrag zur Spionierung der Menschen, die hier in Deutschland sind. Deshalb hätte man zum Beispiel gegen mich, hat man schon angefangen, April 2019 zu ermitteln. Das hätte auch verhindert werden können, wenn die Bundesregierung nicht gewarnt hätte, nicht dorthin zu reisen. Aber was macht sie? Hat sie nicht getan. Das Außenministerium soll deshalb die Personen warnen, die, ich habe selber mit Außenministerium geredet, sagen, also wir können gar nicht an die Liste kommen. Aber ich sage, das stimmt nicht. Ein Datenaustausch hat es immer gegeben und deshalb finde ich, Deutschland oder die Regierung ist in der Pflicht, vor allem die neue Bundesregierung
ist in der Pflicht, nicht weiterzumachen, so weiterzumachen, wie das weitergemacht worden ist. Wenn Merkel in ihrem Abschiedsbesuch zu Erdogan sagt oder zu der Presse, wir sind ein Stückchen weitergekommen, aber wie sie weitergekommen sind, wissen wir nicht. Ich denke, diese bilateralen Beziehungen, diese staatlichen Profite, diese staatlichen Beziehungen innerhalb, also Türkei, Deutschland oder Europa, die werden sich immer noch weiterhin aufrechterhalten. Und wir dürfen nicht zum Opfer dieser staatlichen Beziehungen werden. Das müssen wir immer wieder in einer Deutlichkeit machen.